Ja, dann legen wir los und haben die Zielgeraden der Hinrunde 21-22 quasi im Blick. Den Auftakt der englischen Woche wird unser Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock machen am kommenden Freitag. 4. November, 18.30 Uhr sind wir zu Gast im Ostseestadion. Ganz herzlich begrüßen darf ich unseren Trainer Alois Schwarz, der sicherlich dieses Spiel in den Blick nehmen wird, aber auch zu allem anderen ein Update geben wird. Alu, bitteschön. Ja. Hallo in die Runde. Update, ja, noch nicht so lange her und ist immer trotzdem noch ein bisschen zu nagen, so ein überlegenes Spiel, was wir gemacht haben, zu Hause gegen Braunschweig und dann auf der einen Seite nur ein 2:2 für die Situation für zu Hause, ein bisschen zu wenig. Trotzdem muss man sagen, nach dem Spielverlauf zweimal zurückzukommen, tolle Moral der Mannschaft, das sieht man. Dass man sich nicht aufgibt, dass man gegen Widerstände ankämpft, dass man nicht jammert, sondern dass man sich die Ärmel hochkrempelt, um dann dementsprechend vielleicht dann auch noch was Zählbares rauszuholen, was uns gelungen ist. Und das ist das Wichtige, dass wir die letzten drei Spiele jetzt in diesem Jahr auch so angehen. Die Moral ist da, die Kampfbereitschaft ist da, die Laufbereitschaft ist da. Und dann hoffen wir, dass wir auch mal dieses Spielglück vielleicht wieder zurückbekommen, ja, wenn man tüchtig ist, dann hat man vielleicht auch das Glück. Und so wollen wir natürlich auch nach Rostock jetzt fahren. Personell, viel tut sich nicht. Wir haben weiterhin den Patrick Treves, der jetzt leichte Fortschritte gemacht hat. Mal schauen, ob es vielleicht nochmal reichen könnte für dieses Jahr. Aber da schauen wir mal, Erik Zenker, Dennis Diekmeyer, die mit Sprunggelenk und Hüfte ausfallen. Omar Diakité hat auch leichtes Training gemacht, hat natürlich auch weit Trainingsrückstand, da wird ausfallen. Yannick Bachmann, fünfte Gelbe, wird fehlen in Rostock. Tom Tribul hat nach dem Hexenschuss leichtes Training gemacht, wo wir heute schauen, wie es dann auf dem Platz aussieht, der ein bisschen einsteigen wird. Shima Okorochi mit Mittelfußfraktur, Joseph Ganda, der auch jetzt ein bisschen trainiert hat, aber nach Muskelbündelriss weit weg ist, und Benedikt Grabe, die uns nicht zur Verfügung stehen werden. Dankeschön, Alu. Steigen wir ein in die Fragerunde der Kollegen. Wer will anfangen? Marco Büsselmann, Headline 24. Marco, hallo, bitteschön. Gegen Braunschweig sind die Gegentore ja relativ leicht gefallen. Was kann man da tun, dass sowas nicht mehr passiert, beziehungsweise kann man das trainieren? Ja, man muss einfach ein bisschen mehr tun vielleicht und wirklich, um sein Tor besser zu schützen. Wie Sie sagen, es war wirklich leicht dann. Trotzdem ist es dann, dass jeder Schuss, der aufs Tor ging, auch drin war, ist natürlich nicht hilfreich. Und ist für eine Mannschaft gerade dann anzukämpfen. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen kompakter stehen, müssen noch ein bisschen mehr machen, um vielleicht dann auch, wie gesagt, das Tor da besser zu verteidigen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir im letzten Drittel uns viel erspielt. Ich glaube, 19 oder 20 Schüsse, die wir aufs Tor abgegeben haben, 9 Ecken rausgespielt. Auch da gilt es vielleicht ein bisschen effektiver zu werden. Christoph Hofner, Rhein-Neckar-Zeitung. Hallo, Herr Schwarz. Jürgen Machmeier hat Ihnen am Sonntag deutlich das Vertrauen ausgesprochen, auch die Verletzten-Situation angesprochen. Das ist auch wahrscheinlich ein maßgeblicher oder einen maßgeblichen Teil an der aktuellen Situation hat. Wie arbeitet sich denn, wenn man um die Rückendeckung des Präsidenten weiß? Es arbeitet sich genauso wie vorher auch, weil die Rückendeckung war ja da und wir haben immer gewusst, dass es auch mal eine andere Situation geben kann. Wir sind die Situation auch ein bisschen gewohnt. Ich freue mich, dass die Arbeit geschätzt wird. Wir hatten ja eine sehr, sehr gute Rückrunde letztes Jahr und haben die Klasse gehalten, um im 11. Jahr zu spielen. Jetzt wollen wir das Gleiche angehen, um auch im 12. Jahr drin zu sein. Johannes Blehm, Schwetzinger Zeitung. Mit Rostock und danach vor allem mit Heidenheim und Hamburg hat man jetzt nochmal zwei große Brocken in der englischen Woche. Wie wichtig sind die Spiele für Sie und für die Mannschaft im Hinblick auf die lange WM-Pause? Ob man dann im Februar unter dem Strich startet, über dem Strich startet, mit einem Polster, mit einem Rückstand startet? Ja, ich tue Rostock genauso als Brocken dazu zählen. Ja. Wenn sie auch tabellarisch vielleicht ein bisschen anders dastehen, aber diese Liga ist ja so eng.
Und das ist für uns immer eine Herausforderung, dementsprechend, egal gegen wen es geht. Es sind drei Spiele. Aber jetzt gehen wir erstmal das Spiel Rostock an und da muss man einfach auch ein bisschen mehr tun. Ich meine, die Heimbilanz ist sehr ordentlich, wenn man das mal so sagen darf, aber auswärts sind man wirklich, laufen wir ein bisschen der Musik hinterher mit zwei Punkten und da müssen wir einfach ein bisschen mehr tun. Vielleicht auch irgendwie mal das Ding erzwingen. Und die Mannschaft zeigt das immer wieder, auch Rückschläge wegzustecken, und jetzt wollen wir nach Rostock gehen und wollen wirklich mit der Moral, die wir hier mitgenommen haben gegen Braunschweig, mal einen Dreier mitnehmen von Rostock. Gut, dann geben wir das Mikro nochmal vor. Ja. Rostock war jetzt zuletzt 4 Spiele sieglos, am vergangenen Wochenende Regensburg 3-0 geschlagen. Was kann man zum Gegner sagen? Ja, der Gegner ist sehr, sehr robust, hat gute Einzelspieler in ihren Reihen. Hat gerade einen Lauf mit Kai Bröger, der jetzt öfters getroffen hat. Ist eine Mannschaft, die natürlich eine typische Zweitligamannschaft ist. Christoph. Sie haben Yannick Bachmann schon angesprochen, der sich am Sonntag die 5. gelbe Karte abgeholt hat, ansonsten aber eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Wie wichtig ist er denn für die Mannschaft und wie wollen Sie ihn ersetzen, angesichts dessen, dass mit Tom Tribul vielleicht auch noch jemand, der die Position spielen kann, auch ausfällt? Also erstmal, Jay ist ein wichtiger Spieler für uns, der natürlich auch, hat er wieder jetzt gezeigt, auch vorne mal präsent sein kann und Tore macht. Ist ein sehr, sehr laufstarker Spieler, deswegen ist er wichtig für uns. Leider fällt er aus. Kann man und muss man einfach so hinnehmen. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, was Tom macht jetzt in den nächsten 2 Tagen. Und dann muss ich mich natürlich dementsprechend entscheiden, wer eventuell diese Position einnehmen kann. Da bin ich mir noch nicht schlüssig. Johannes. Kemal Ademi hat jetzt zum 3. Mal hintereinander im Pflichtspiel begonnen. Können Sie mal so ein kleines Zwischenfazit von seinen letzten Wochen ziehen? Wo sind Sie zufrieden mit ihm und woran muss er noch arbeiten? Ja gut, Kemal ist natürlich noch nicht hundertprozentig fit, das sehen wir auch. Solange die Luft geht und reicht, hat er ganz gute Ansätze, aber auch hier sieht man, dass die Spielpraxis noch ein bisschen fehlt. Er wird uns helfen, aber er braucht noch ein bisschen Zeit. Marco. Gleiche Frage bei Philipp Ox. Der war jetzt zuletzt 3-mal als Linksverteidiger in der Startelf. Wie zufrieden sind Sie mit ihm? Na gut, Philipp kann das ja spielen und die Spiele, die er jetzt gemacht hat, kann ich eigentlich sehr zufrieden sein. Er hat es erlöst von hinten auch sehr, sehr gut auf, spielt gute Bälle, rückt gut ein, macht die Seite eigentlich ordentlich zu, deswegen bin ich mit ihm zufrieden. Christoph. In den letzten 2 Spielen gegen Regensburg und Braunschweig hat Ihr Team zum ersten Mal in dieser Saison mehr Ballbesitz als der Gegner. Woran liegt es? Wurde das, ich nenne es mal, System Sandhausen vielleicht auch so ein bisschen dekodiert und die Gegner haben erkannt, dass die Stärken des SV Sandhausen vielleicht eher im Spiel gegen den Ball liegen und dass man deswegen ihrer Mannschaft den Ball so ein bisschen überlässt? Na gut, der Gegner macht sich seine Gedanken, wir machen uns unsere Gedanken, aber wenn man die Braunschweiger insgesamt sieht, haben sie sogar in den Spielen insgesamt weniger Ballbesitz wie wir gehabt und wir haben schon wenig, also ist es auch das Spiel der Braunschweiger, die das einfach so, und sie haben auswärts gespielt, die das dann so fabrizieren, ähnlich wie Regensburg. Es ist keine Mannschaft, die jetzt ständig Spiele macht und Spiele gestaltet. Es ist natürlich wie Paderborn oder Magdeburg oder der HSV ganz anders. Das sind diese Spiele und ich sage mal, wir haben aus dem vielen Ballbesitz gar nicht so wenig gemacht. Wenn man sieht, wie oft wir Richtung Tor gespielt haben, die Effizienz hat einfach gefehlt. Ist es was, was Sie vielleicht auch jetzt verstärkt trainieren lassen? Also, dass man selbst mehr das Spiel macht, mehr agiert, mehr aktiv ist? Wir wollen natürlich immer beides, aber natürlich müssen wir uns auch darauf einstellen, dass wenn Mannschaften dann hierher kommen oder wenn wir auch mal öfters den Ball haben, dass wir auch Lösungsmöglichkeiten haben. Marco. Jetzt
rückt die lange Winterpause näher. Habt ihr da schon Testspiele oder Trainingslager geplant? Also Trainingslager wird es dann Richtung Januar geben, in der Vorbereitungsphase. Jetzt im alten Jahr noch nicht. Testspiele werden dann dementsprechend, wenn wir sie auch festgelegt haben, rausgegeben für euch. Und auch wie der Fahrplan weiter aussieht, werden wir dann nächste Woche rausgeben. Keine weiteren Nachfragen. Dann allen vielen Dank. Wir freuen uns auf das Auswärtsspiel am Freitagabend im Ostseestadion in Rostock. Hinweisen darf ich noch auf unser Fanradio. Den Hartwald-Hörfunk präsentiert von Kurpfalz Erleben. Er wird wieder auf Sendung sein. Rund 10 Minuten vor Spielbeginn geht es dann los. Ja, und ansonsten schauen wir mal. Der ein oder andere wird vielleicht auch den Weg nach Rostock noch finden. Bis dahin, gesund bleiben. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Wie gesagt, englische Woche startet dann auch am Mittwoch mit dem Heimspiel gegen Heidenheim Teil 2. Bis dann. Ciao.